Trübes Wetter in Burglengenfeld, aber keine trübe Stimmung. Wir sind hier im Nabtalpark und der hat eine gute Entwicklung hinter sich. Deswegen schauen wir uns heute mal vier Firmen an. Cleverfit im Hintergrund, sehen Sie schon, Starmex auf der Kino-Außentreppe stehen wir hier gerade, den Rewe-Markt Schmidt und den neuen und modernen Autowaschpark Bullwash. Zusammen mit dem Bürgermeister der Stadt Thomas Gesche und Landrat Thomas Eveling. Auf geht's. Heute ist leider kein Wetter zum Autowaschen, aber trotzdem hat uns Johann Edenharter den neuen Bullwaschpark vorgestellt. Was ist das Besondere daran? Ich habe es gerade vorhin gehört in der Vorstellung, man kann sozusagen wirklich fast vom Kühlergrill bis zur Fußmatte, man kann alles reinigen bei euch. Man kann also alles reinigen, was das Auto betrifft. Also wir haben sowohl für die Waschkunden, die die maschinelle Autowäsche bevorzugen, zwei Taktanlagen. Das heißt, also es können immer zwei Autos gleichzeitig gewaschen und zwei wieder getrocknet werden, sodass also immer kräftiger Durchsatz stattfindet und die Wartezeiten auf erträgliches Minimum reduziert werden können. Es kommt natürlich neueste Waschtechnik zum Einsatz. Parallel dazu haben wir vier SB-Waschboxen, auch der neuesten Generation natürlich. Da kann der Kunde nach Belieben seine Handwäsche machen. Steht praktisch Vorwäsche, Hochdruckreiniger und eine Schaumbürste zur Verfügung und im Anschluss daran kann er die Reinigungsgeräte für die Innenreinigung benutzen, also sowohl Hurricanes als auch Staubsauger oder Mattenreiniger. Aber nicht nur technisch, also jetzt was die Waschvorgang selber betrifft, ist man auf dem neuesten Stand, sondern auch energetisch und architektonisch. Sie haben hier wirklich eine moderne Anlage. Ja, das ist ein kleines Novum in der Waschbranche, denke ich mal. Unsere gesamte Anlage ist in Holzbauweise errichtet, was die Gebäudeteile betrifft. Hat eine ortsansässige Firma gemacht, also aus der Region. Was die Energie betrifft, da haben wir auf heimische nachwachsende Rohstoffe gesetzt. Also das heißt, wir haben eine Hackschnitzelheizung installiert. Also auf dem modernsten Stand, mit gutem Platz und in guter Nachbarschaft. Ja, wir haben eine sehr gute Nachbarschaft. Es sind lauter Betriebe, die Synergieeffekte erzeugen. Hier haben wir Andreas Schmidt vom Rewe-Markt hier im neuen Burglengenfelder Park. Sie sind gerade ein bisschen auch schon durchgegangen, haben uns den Betrieb gezeigt. Sie haben selber auch schon eingekauft. Was ist zurzeit zu empfehlen? Was ist ein Must? Natürlich unsere Weihnachtswaren, Nikoläuse, sei es Schoko-Nikoläuse, sei es irgendwelches Gebäck für Kinder oder natürlich auch unsere Zitrusfrüchte aus unserer Obstabteilung. Vitamine bei der kalten Jahreszeit sind natürlich wichtig für alle. Ja, die Zitrusfrüchte, die wachsen jetzt nicht unbedingt in Bayern, aber Sie haben vorhin bei der Führung erzählt, dass Sie ganz viel Wert auf regionale Produkte und regionale Verwebung legen. Vielleicht sagen Sie mal da was dazu. Wir haben natürlich eine große Auswahl an regionalen Lieferanten. Wir präsentieren die auch für den Kunden richtig schön in extra Möbeln. Für uns ist es natürlich ganz wichtig als Markt, dass wir regionale Produkte führen können und führen dürfen. Auch das Bio-Siegel oder das GQB-Siegel vom Freistaat Bayern ist natürlich ein ganz wichtiges Thema, das wir bei Rewe spielen können und sind natürlich auch stolz darauf, dass wir dafür zertifiziert worden sind und zertifiziert bleiben. Wie wohl fühlen Sie sich in der Nachbarschaft? Das ist ja der Sinn unserer heutigen Begehung, dass man sieht, was sich alles für Betriebe angesiedelt haben. Ich denke mal, es ist eine perfekte Symbiose entstanden zwischen im Moment vier Unternehmern. Wir befruchten uns gegenseitig mit unseren Betrieben. Es ist keine Konkurrenz im direkten Sinne, sondern es wird wirklich erst eingekauft, es wird dann nebenbei Auto gewaschen. Eine eigentlich super Sache. Ich habe die 3D-Brille noch auf, weil wir hier im Kino in Burglengenfeld sind. Ich muss es mir abnehmen. Wir haben uns einen dreidimensionalen Überblick verschafft, der Herr Landrat ebenfalls. Wie zufrieden sind Sie mit der Entwicklung? Was ist die Beurteilung seitens des Landrats? Ja, die Entwicklung hier ist großartig. Es haben sich verschiedene Betriebe angesiedelt, die voneinander profitieren. Und ich glaube, das ist sehr, sehr schön zu sehen, wie die Betriebe sich gegenseitig sozusagen befruchten und wie man miteinander hier das Beste für den jeweiligen Betrieb erreichen kann. Wie geht's weiter? Denkt man daran, eben auch noch ein bisschen zu unterstützen, größer zu machen, wie auch immer? Ja, die Botschaft haben wir heute vom Bürgermeister schon bekommen. Die Planungshoheit liegt natürlich bei der Stadt Burglengenfeld, aber es scheint wohl so zu sein, dass hier am Standort noch erweitert wird, wie das von den Firmen und von den Betrieben auch gewünscht wird. Also das heißt, möge die Macht mit uns sein, aber auch ganz speziell mit Burglengenfeld. Wir stehen hier, probieren wir es. Wir stehen hier etwas erhöht im Eingangsbereich vom Kino. Bei uns steht der Thomas Preisner. Wir haben gerade schon bei der Führung auch gehört, dass es ein gutes Konglomerat jetzt ist mit den drei Kollegen mit dabei. Wie zufrieden sind Sie mit der Entwicklung im Kino hier in Burglengenfeld? Ja, die Entwicklung an und für sich war so, wie es die Prognosen vorhergesagt haben, teilweise noch stärker. Also ich bin sehr zufrieden. Würde auf jeden Fall selbe Projekt
auch wieder machen und wir sind hier noch nicht am Ende. Die Ziele sind es noch ein bisschen auszubauen, zu erweitern und in naher Zukunft, wie gesagt, hat der Bürgermeister schon, wächst das alles noch das in Burg Lengenfeld und wir haben auch ein riesen Einzugsgebiet. Und hier geht es dann schließlich um die Fitness. Bei uns steht Christian Fahrerl und die Anna, die uns auch schon gezeigt hat, was man hier alles machen kann. Seit wann gibt es denn jetzt diesen Fitnesspark, den ihr hier aufgebaut habt? Also wir haben jetzt bald das Einjährige. Am 4.12.2015 war hier in Burg Lengenfeld die Eröffnung. Geht auch weiter demnächst noch in Schwandorf? Genau, am 22.12. kurz vor Weihnachten eröffnen wir in Schwandorf. Wie wird es denn angenommen? Weil trainieren, das heißt ja immer, die Deutschen sind so bewegungsfaul, Bewegungsmuffel. Wie sind da die Erfahrungen? Ja, wir sind am Anfang ganz schockiert gewesen, weil wir sind weit über dem Businessplan. Also wir haben jetzt mittlerweile 1980 Mitglieder auf nicht einmal ein Jahr. Das ist natürlich schon mehr, als was wir erwartet haben. Jetzt frage ich mal kurz die Anna, weil uns die auch gezeigt hat, wie es geht. Was muss man denn mitbringen? Jetzt, wenn man sagt, man hat jetzt eine gute 2 Zentner und fängt jetzt hier an, völlig untrainiert, geht das? Ja, klar. Also bei uns ist jeder willkommen. Wir machen auch individuelle Trainingspläne, egal ob Anfänger oder Fortgeschritten. Da ist für jeden was dabei. Und ich habe auch schon gesehen, das ist alles hochtechnologisch technisiert. Da muss man auch keine Angst haben, das erklärt sich alles von selber. Aber ich habe den neuesten Stand der Technik. Genau, genau. Also wir haben wirklich ganz neue Geräte, auch dadurch, dass das Studio selber ganz neu ist. Aber wir sind ja immer da und wir erklären das dann auch alles. Also keine Angst. Und ein großes Highlight haben wir gerade noch gehört, ist das Massarium. Was muss man sich darunter vorstellen? Ja, Massarium ist halt eine ganz tolle Geschichte. Das ist halt nichts anderes als ein Wasserbett mit einer Strandoptik. Man hört hier halt Wellenrauschen, man wird dann unter Wasser laufen, dann praktisch 2 so Düsen, die wollen wir halt massieren. Da, wie schon gerade erwähnt, da schlafen uns die Leute immer wieder ein, weil es so entspannend ist. Also wirklich eine Top-Geschichte. Ne? Also das heißt, da geht was. Anna, ich habe mir jetzt aber trotzdem überlegt, bevor ich jetzt auf irgendeine Streckbank gehe, ich gehe lieber ins Massarium. Ist auch okay. Wir haben einen Bürgermeister, der immer in Bewegung für seine Stadt ist, Thomas Gesche, auf dem Laufband hier in Burg Lengenfeld. Aber ich denke, jetzt machen wir eine kurze Pause, damit wir da einen vernünftigen Ton herausbekommen. Sie trainieren hier wirklich selber? So ist es. Ich war heute Morgen beispielsweise erst da. Genauso ist es jetzt kein Zufall, sondern ich bin hier regelmäßig. Wie gesagt, das ist ein ganz modernes Fitnessstudio. Wir haben hier 4 moderne Gewerbebetriebe insgesamt, die wir heute besichtigen. Und das ist natürlich top. Wir werden auch dieses Gebiet insgesamt erweitern. Wir haben es heute gehört, allein diese 4 Gewerbebetriebe haben 70 Arbeitsplätze, sind ein ganz wichtiger Standardfaktor für Burg Lengenfeld. Und wie gesagt, hier in dieser Region wird es weitergehen. Wir sind froh, dass wir solche Gewerbetreibenden haben. Also das heißt, da rührt sich was. Die Betriebe, die wir angeschaut haben, die arbeiten auch zusammen und das sind diese Synergieeffekte, wie man das heute so schön nennt. Und das soll weitergehen. Absolut, genauso ist das. Wir haben ja natürlich absolute Magneten im Nabtalpark angefangen, beim Pulmari natürlich mit über 300.000 Besuchern. Wir haben gerade gehört, dass das Kino über 600.000 Besucher hat. Wir wissen, dass hier eine 4-stellige Zahl an Mitgliedern ist und so ist es auch in den Nachbarbetrieben. Wir haben ja also Betriebe, die keine Konkurrenz zueinander sind, sondern vielmehr sich wirklich absolut ergänzen und eine ganz tolle Symbiose bilden. Und genauso wird es weitergehen hier an der Umgehungsstraße in Burg Lengenfeld und im Städte Dreieck. Hier liegt die Zukunft und genau hier geht die Entwicklung weiter. Nun ja, auch im nächsten Jahr 2017, da steht ein größeres Jahr bevor. Das heißt, da geht dann der Weg sozusagen in die Zukunft. Was wird nächstes Jahr geboten sein in Burg Lengenfeld? Im nächsten haben wir natürlich unser Stadterhebungstag und unser 475-jähriges Jubiläum der Stadterhebung. Burg Lengenfeld ist natürlich wesentlich älter, weit über 1000 Jahre. Aber im nächsten Jahr wird die Stadterhebung groß gefeiert und da werden sie natürlich auch unsere Betriebe vor Ort eingeladen. Und ich glaube, da werden wir alle zusammen eine große Feier haben. Dann wünschen wir erstmal erfolgreiche weitere Arbeit hier im Park, im Nabtalpark. Eine weitere Entwicklung gut in Burg Lengenfeld. Ich habe gerade gehört, man kann auf diesen Laufbändern auch Fernseh schauen. Das heißt, da kann man auch schon wieder die Pläne machen fürs nächste Jahr. Ja, ganz genau so ist es. Man könnte die Pläne machen fürs nächste Jahr oder beispielsweise heute früh habe ich dann die Nachrichten eben geschaut. Also ist schon sehr praktisch unter Umständen. Und wir empfehlen natürlich, dass er Ostbayern HD anschaut im Internet. Das geht nämlich auch. Aber der Herr Bürgermeister macht wieder weiter. Das heißt, auf geht's in die Zukunft für Burg Lengenfeld.